Ja, wir freuen uns, dass wir von der Autosgruppe Spindler wieder eine neue Flotte zur Verfügung gestellt haben. Die Spieler freuen sich wahrscheinlich noch eine ganze Menge mehr. Die Autos erscheinen im neuen Design und ja, werden hoffentlich in Würzburg schön auffallen. Und wir wollen uns natürlich bei unserem Partner der Spindler Gruppe ganz herzlich dafür bedanken. Wir freuen uns natürlich sehr, die Firma Spindler in Würzburg, Kreuzwertheim und Kitzingen, dass wir die Partnerschaft mit den NS Oliver Baskets verlängern konnten, auch durften. Klar haben wir bedauert, dass wir die Bundesliga nicht halten konnten, aber sind davon überzeugt, dass mit der jetzigen Mannschaft der Wiederaufstieg gelingen kann und freuen uns auch sehr, dass die Baskets-Mannschaft wieder komplett mit Spindler unterwegs ist. Baskets-Fans, ich bin's wieder. Nicht aus Belgrad, heute aus Würzburg. Hier in unserem neuen Dienstwagen, VW Golf 7, ja, richtiges Traumauto. Hier mit Automatikschaltung für unsere amerikanischen Mitbürger. Die können das nicht so mit Schaltung. Die müssen mit Automatik. Das hat Radio, tipptopp, Volkswagen, welcome. Schon auf Englisch eingestellt alles. Kein CD-Player, der ist bestimmt versteckt. Sonst Bremse, Gas hat er, Motorhaube. Ganz wichtig, Zigaretten anzünden. Hi Baskets-Fans, ich bin's, Basti. Wir sind heute hier bei der Autohausgruppe Spindler. Das neue Ausbildungsjahr liegt vor uns, also bewerbt euch jetzt hier bei der Autohausgruppe Spindler. Wir haben viele aufregende Berufe für euch. Wie gesagt, Ausbildung ist extrem wichtig. Also jetzt ran, bewerbt euch. So, jetzt interviewen wir mal eins von den Autos. Ja, liebes Auto, was hältst du denn davon, dass du in der nächsten Saison von Max Ukrai gefahren wirst? Da ist er wohl erfreut drüber. So, der erste fährt schon, Konsti. Ja, also das ist jetzt meine erste Fahrt nach dem Führerschein ungefähr. Aber ja, ich freue mich schon aufs neue Auto. Ich hoffe, ich komme heil nach Hause mit dem Auto und kann es dann nochmal erstmal vor die Tür stellen und dann nochmal üben gehen. Aber ja. Da du in meinem Auto sitzt, würdest du bitte den Schlüssel wieder umdrehen, damit es ausgeht? Ja, das könnte ich machen. So. Und den Schlüssel ins Auto stecken, damit er nicht verloren geht? Ins Auto. Warum? Ins Schlüsselloch. Bitteschön. Jetzt gehst du bitte aus meinem Auto raus, okay, ja. Ja, Basti, ja. Fangen wir mal ganz neu an. Du bist ja letzte Woche auf dem Trainingslager gewesen. Wie geht's dir körperlich? Super, ich fühle mich eigentlich richtig gut. Kann man eigentlich nichts sagen, nein, ungewöhnlich, unbeschwert. Ja, die Woche geht's ja mit einem vollgeladenen Programm weiter. Jetzt sind wir hier gerade beim Autoaustausch. Was hältst du von den neuen Autos? Ja, gefallen mir sehr gut. Das ist der erfreuliche Teil der Vorbereitung, würde ich sagen. Ja, man wird halt auch irgendwo belohnt dafür, dass man so hart arbeitet wie wir. Was hältst du von der Innenausstattung der Autos? Ist es so, wie du dir das vorgestellt hast? Ja, wie gesagt, ich bin noch vom alten Schlag, also ich vermisse den CD-Player in den Autos, aber ich hoffe, dass ich auch mit dieser, wie nennt man das, diese Speicherkarte, diese SD-Karte, dass ich da auch mit zurechtkomme und dann auch mich beschallen lassen kann im Auto. Okay. Ja, natürlich der Kassettenrekorder, der ist auch nicht dabei, da muss man natürlich sich neu drauf einstellen. Wir spielen auf SD-Karte, ich hoffe, da gibt es mittlerweile... Da gibt es bestimmt eine App für oder sowas. Ja, aber das bringt mir ja nichts mit der Kassette, da brauche ich ja eine
Kassetten, SD-Karten, Umspieler. Ja, das gibt's bestimmt.